Mi nombre es Melanie Hall y quiero enseñarte el idioma alemán como quizá nunca antes nadie lo había intentado. Yo he viajado por el mundo y he vivido en el exterior. Por eso sé la importancia de aprender un nuevo idioma de tal manera que puedas desenvolverte con confianza y dependas solo de ti mismo. Juntos vamos a batallar en contra de las dificultades que implica aprender el alemán. Nuestras armas serán la motivación, la disciplina y el autoaprendizaje. Acompáñame y sé parte activa de esta comunidad. Bienvenidos. Esto es Alemañol, alemán para hispanohablantes. Hola, espero que estés bien. Este episodio se trata de Navidad. Es para estudiantes con un nivel A2. Fíjate en las preguntas al escuchar. Las preguntas son: Erstens, welches Ereignis geht es beim Weihnachtsfest? Zweitens, wie wird der vielleicht wichtigste Tag beim Weihnachtsfest genannt? Und drittens, wohin gehen viele Familien am Heiligabend? Listo? Empezamos. Das wichtigste Fest in Deutschland ist Weihnachten. Dann wird an die Weihnachtsgeschichte mit der Geburt von Jesus Christus in einem Stall in Bethlehem gedacht. Es ist das Fest der Liebe und der Geschenke. Von diesem Fest findet die Adventszeit. Vor diesem Fest findet die Adventszeit statt. Die vier Sonntage vor Weihnachten sind der erste, der zweite, der dritte und der vierte Advent. In dieser Zeit dekoriert man die Fenster und stellt einen Adventskranz mit vier Kerzen in die Wohnung. Die Kerzen werden an den vier Sonntagen nacheinander angezündet. Für die Kinder gibt es einen Adventskalender mit 24 Tagen bis zum Weihnachtsfest. Aber schon am 6. Dezember kommt der heilige Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kinder, wenn sie ihre geputzten Schuhe vor die Tür stellen. Er steckt die Geschenke heimlich hinein, sagt man den Kindern. Am 24. Dezember ist der heilige Abend. Das ist für viele der wichtigste Tag beim Weihnachtsfest. Vor diesem Tag kaufen sich die meisten Familien einen Tannenbaum und stellen ihn in ihrer Wohnung auf. Der Weihnachtsbaum wird mit bunten Glaskugeln, Sternen, Engeln und Kerzen geschmückt. Am Heiligabend gehen die meisten Familien zunächst zum Gottesdienst in die Kirche. Bei der Rückkehr feiern sie die Bescherung unter dem Christbaum. So nennt man die gegenseitigen Geschenke und die Gaben für die Kinder. Manchmal spielt jemand den Weihnachtsmann oder das Christkind, um den Kindern die Geschenke zu bringen. Außerdem gibt es für sie zu Weihnachten viele Süßigkeiten und Plätzchen. Okay, miramos las preguntas. Welches Ereignis geht es beim Weihnachtsfest? Lo entendiste? Die Geburt von Jesus Christus. Zweitens, wie wird der vielleicht wichtigste Tag beim Weihnachtsfest genannt? Heiligabend. Drittens, wohin gehen viele Familien am Heiligabend? In die Kirche, genau. Inscríbete a mi Lernletter para recibir los textos de mi podcast. El link encuentras en la descripción de este episodio. Nos vemos, chao. Esto es Alemañol, alemán para hispanohablantes.